Hertha Barislovic. Verzeihen Sie vielmals. Was halten Sie von Mini? Rob? Nein, Golf. Sehr viel, denn ich wurde heuer am 28. August in Locarno unter 22 Starterinnen aus 5 Ländern Europameisterin. Dazu, Frau Barislovic, beglückwünschen wir Sie recht herzlich, allerdings etwas verspätet. Aber sagen Sie uns bitte, wie kamen Sie zum Minigolf? Sind Sie nach dem Sprichwort "früh übt sich wer" Europameisterin geworden? Nein, ich kam vor 3 Jahren durch Freunde zum Minigolf, habe daran Gefallen gefunden und habe das Ganze dann als Sport betrachtet. Habe trainiert und voriges Jahr wurde ich Wiener und Regionalmeisterin und heuer das erste Mal Staatsmeisterin und dann Europameisterin. Gestatten Sie, dass wir Ihnen unseren Freund vorstellen. Nennen wir ihn Mr. Nobody. Er ist ein Typ, der in unserer Zeit keinen Seltenheitswert hat. Er hat es eilig, wie viele andere auch. Er möchte trotz allem auf eines nicht verzichten, er ist nämlich leidenschaftlicher Minigolfer. Naja, auf Anhieb kann man es ja nicht gleich schaffen. Die Bahn hängt etwas. Hier, die mit den Blumen, da könnte es besser gehen. Nein, nein, die liegt mir besser. Bin heute nicht in Form. Frau Barislovic, ist nun Minigolf ein kostspieliges Hobby und wie betreibt man es eigentlich richtig? Minigolf ist an und für sich kein teurer Sport. Wenn man es zum Vergnügen spielt, zahlt man für einen Durchgang, das sind 18 Bahnen, 9 Schillinge. Und wenn man es dann also als Sport betreibt und bei einem Verein ist, verbilligt sich das natürlich. Und vor allem braucht man viel Zeit dazu. Und was braucht man eigentlich dazu, um in diesem Sport halbwegs erfolgreich zu sein wie Sie? Ja, also einen golfähnlichen Schläger, dann verschiedene Bälle, die sich in der Qualität unterscheiden. Ja, sehr viel Konzentration und Kondition. Und Kondition, dürfen wir da Ihr Erfolgsrezept bezüglich Kondition erfahren? Ja, also ich trainiere in der Woche 5-mal, 3-mal unter der Woche und Samstag, Sonntag bei einem Turnier. Ja, und das ist sehr anstrengend. Und dabei lernt man auch, dass man nach stundenlangem Spielen sich auch bei schwierigen Bahnen noch immer konzentrieren kann. Ja, unser Freund hat den Wert des Minigolfs noch nicht begriffen. Aber zurück zu unserer Europameisterin. Auch für sie gibt es den grauen Alltag. In ihrer netten Wohnung in Wien 19 reiht sich Pokal an Pokal, wie bei allen erfolgreichen Sportlern. Der Wecker läutet wochentags pünktlich 5:30. Schnell ein paar weibliche Handgriffe. Jetzt ist es Zeit für Alfred, ihren Mann, das Frühstück zu richten. Er ist selbstverständlich auch Minigolfer. Und schon geht es im Laufschritt zur Straßenbahn. Ein Zwischenspurt lässt die letzte Plattform erreichen. Warten, das auch noch. Eine gute Kondition ermöglicht auch das pünktliche Erscheinen am Arbeitsplatz. In einer Eisengroßhandlung im 2. Bezirk arbeitet unsere Europameisterin nun schon 8 Jahre, die Lehrzeit eingerechnet, zur vollsten Zufriedenheit ihres Chefs. In der Kalkulation gelten für sie dieselben Grundsätze wie im Sport. Genauigkeit, Konzentration, Ausdauer und Freundlichkeit. Ein arbeitsreicher Tag ist zu Ende. Für Frau Barislovic aber geht es an 5 Tagen in der Woche zum Training.
Unter den 31 Mitgliedern des Minigolfclubs Hitzing ist sie selbstverständlich der Star. Die Trainingsergebnisse des Vortages werden nochmals angesehen und dann geht es los, bis es dunkel wird. Und wie gesagt, 5 Tage in der Woche, von März bis Oktober. Meisterschaften und Turniere wechseln in rascher Folge. Auf unsere Frage, was sie während der 4 Wintermonate macht, antwortete sie, absolut ausspannen. Verständlicherweise. In diesen Monaten geht sie auch, wie sie uns sagte, liebend gern ins Theater. Ausgestattet mit einem Schläger und 7 verschiedenen Bällen, setzte sie alle, die von ihr aufgezählten Notwendigkeiten, in die Tat um. Konzentration, Übung, Kondition, Ruhe, viel Geduld und starke Nerven. Wir lernten den Temposchlag, wie sie sagte, das Um und Auf in seiner Vollendung kennen. Ein Ass, keine Seltenheit. Als wir uns verabschiedeten, hatten wir das Gefühl, eine bescheidene und nette Europameisterin richtig kennengelernt zu haben. Donnerwetter, das ist aber auch wirklich meisterhaft. Hat eine Europameisterin eigentlich noch geheime Wünsche oder Ziele? Ja, ich möchte einmal bei einem großen internationalen Turnier die absolute Bestleistung spielen und das heißt besser als der beste Herr spielen.